Ja, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und ja, in dem heutigen Ranked Game spiele ich Undead versus Human. Also mein Gegner spielt Human und wir treffen auf der Map Wiesenwogen aufeinander. Die Verdammten stehen bereit, nur zu dienen. Ja, ganz kurz mal zu den Kommentaren. Ja, ich habe in letzter Zeit sehr viel Undead gespielt, das stimmt natürlich. Aber es ist nun mal jetzt meine neue Main Race. Aber selbstverständlich wird es auch die anderen Klassen wieder geben. Ich habe jetzt meine Quali-Games mit Night Elf übrigens hinter mich gebracht. Lief ungefähr so wie erwartet, möchte ich sagen. Werde ich euch die Tage auf jeden Fall auch zeigen. Ja, und selbstverständlich auch die anderen Klassen weiterhin. Die verdammten stehen gerecht eurem Willen. So, aber mit Undead möchte ich halt noch ein bisschen weiter nach oben steigen. Und deswegen spiele ich diese Rasse halt am meisten. Es ist halt sehr schwierig, wenn man alles spielt. Da, ja klar, abwechslungsreich ist es. Aber man kann sich halt mit keiner Klasse so wirklich einspielen. Und somit, ja, kommt man da auch nicht wirklich voran. Und, ja, also wenigstens über die 5500er MMR möchte ich auf jeden Fall. Dass ich noch eine Liga aufsteige, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Dazu spiele ich einfach zu wenig und bin zu wenig im Training. Wir haben es gesehen, jetzt kommt erst der Altar, also ein später Altar. Spricht wahrscheinlich für Rifleman. Halt, ich spiele einfach mal ein Schreckenslord. So ein bisschen Abwechslung muss ja sein. Mache ich jetzt nur für euch. Normal würde ich auch den Death Knight First spielen. Aber gut, schauen wir mal. Nee, gibt aber trotzdem Footies. Footies und trotzdem so ein später Altar. Also der will wahrscheinlich gleich einen härteren Creep angehen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich versuche mich ja mal ein bisschen in die Gegner hinein zu versetzen. Demnächst bringe ich übrigens auch die erste Runde Overwatch 2. Habe ich jetzt auch mal eine Runde gespielt. Einmal alleine und dann auch mit der Alexa und dem Nico. Fans, die schon lange dabei sind, werden die beiden auf jeden Fall noch aus League of Legends kennen. Ja, und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir vielleicht sogar mal wieder einen Call of Duty Teil hole. Also den neuesten. Ja, ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß nicht. Mein Kanal ist ja eher Strategiespiel. Ob euch das auch interessieren würde, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also mittlerweile hätte ich wirklich mal wieder Bock auf einen Shooter. Oh. Was haben wir da? Schnell die Skelette beschwören. Und jetzt schnell wieder stiften gehen. Oh. Alter, hat der viel. Bist du gelähmt. Aber man kann es auch übertreiben, mein Freund, ne? Okay, den kriege ich auch nicht mehr weg. Jetzt aber schnell hier und Zigarette ausbauen. Junge, was hat der dabei? Also, der hat wahrscheinlich mein Video hier mit den Mass-Footies gesehen. Was ist das diesmal? Und denkt sich, kann man mal machen. Da bleibe ich erstmal ein bisschen hier in der Base hocken. Das ist ja extrem. Ab in den Track. Boah, der will es wirklich wissen. 100%, ey. Ausbau abgeschlossen. Ich muss bald jagen. Muss ich der Schreckenslord mal ein bisschen nach hinten verpieseln? Da kommt er. Okay, das erste Zigarette, das wird ganz schnell down gehen. Ich beuge mich eurem Willen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Wollen wir mal weiter hinten? Jetzt wollte ich es hier extra mal offensiv bauen. Wohlan denn? War das etwa eure Idee? Uiuiui. Was, Sterblicher? So, Friedhof ist fertig. Oh, so ein Schlawiner. Schnell porten, bevor ich zu viele Hitpoints verliere. Ich muss bald ich wünsche nur zu dir. Aber hier könnte ich trotzdem Probleme bekommen. Ah, wo komme ich auch? Ich komme hier nämlich nicht raus. Was ist das diesmal? Ich muss bald das war mein Ach, doch. Ein bisschen konnte ich nochmal entkommen, aber der nächste Bolt wird mich wahrscheinlich töten. Komm. Ausbau abgeschlossen. Was ist das diesmal? Ich stiften. Ein
einverstanden. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Seid gegrüßt. Nein. Ah gut, nächste Ziggurat ausgebaut. Na scheiße, jetzt bekomme ich nur leider keine Erfahrung hier für das Ganze. Aber er wird hier so ziemlich alle Futis verlieren, denke ich mal. Ich muss noch aufpassen, dass er nicht zu viele Akolyten killt. Ja gut, er hat alle verloren. Und ich habe immer noch 5 Akolyten. Also von daher, gut, er hat hier Erfahrung bekommen, aber ich denke, insgesamt war das besser für mich. Bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Die Nacht lag. Na gut, mein Teleport ist raus. Das ist jetzt so eine Sache, das ist nicht so schön. Ich muss bald jagen. Wohlan denn? So, sogar der Tech ist schon durch. Abgeschlossen. Das ist nice. Das gefällt mir. Tech ist durch. Brauche ich erstmal einen weiteren Akolyten. Und dann werde ich hier gleich den Second Hero spielen. Und jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Erfahrung. Runde läuft schon über 5 Minuten und ich bin noch Level 1. Na gut, kann man halt auch überhaupt noch nicht zum Creepen. Das kann ja auch dazu sagen. Das ist jetzt der erste Creep, den ich angehe. Da ist er schon wieder. Aber ich habe hier eine Menge ausgebaut. Also so viel Schaden kann er da jetzt nicht anrichten. Ich muss bald jagen. Level 2. Er setzt hier aber volle Granate auf Crazy Action. Was ist das diesmal? Geht jetzt voll auf meinen Shop. Ich beuge mich ist aber okay, kann ich mit leben. Ich versuche da unten jetzt zu expandieren. Hat jetzt auch nur so ein paar Footies dabei. Ich habe keine Erfahrung, hat der Tower gekillt. So, Mountain King lassen wir erstmal schlafen und jetzt versuchen wir hier noch einiges wegzuholen. Der ist halt auch da. Erportet. Also, nicht mehr gekriegt, aber die Sache mit dem Teleport jetzt auch ausgeglichen. Das war mein Plan. Ich muss hier auf jeden Fall in der Nähe bleiben. Wir verlangen weiteres Holz. Ich muss bald jagen. Ah, einen kleinen hat er hier gemacht. Ja, einen richtig großen will ich mich jetzt noch nicht ranwagen. Was ist das diesmal? Einverstanden. Zumal ich stark davon ausgehe, dass der gleich wiederkommt. Das wird hier wirklich seine Strategie sein. Must-Tier 1 und dann immer Fat Go. Kann ja auch funktionieren. Nur zu dienen. Was ist das diesmal? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na, Shop ganz wichtig. Na, er hat anscheinend noch keinen. Wartet deine Base, dass er sich hochheilen kann, wie es aussieht. Und diese Vampire-Aura, die geht jetzt halt wirklich auf alles. Auf den Schreckenslord, auf den Death Knight und auf die ganzen Ghule. Deswegen bleibe ich jetzt auch ein bisschen bei der Strategie, zumindest erstmal. Halt hier. Oh. Doch verloren! Kann er wohl nicht wahrsteigen. Sobi Mask, die das bekommt der Todesritter. Ich muss bald jagen. Seid gegrüßt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Verdammten stehen bereit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Einverstanden. Jetzt gehe ich hier mal auf Angriff über. Sogar ohne Teleport. Ich muss mal die Beschwörung ist stehen gelassen. Da ist er, hat schon Priest. War das etwa eure Idee? Also, hat doch getecht. Oh, es sind doch einige Ghule jetzt. Die Verdammten stehen bereit. Seid gegrüßt. Wie weit auf T3? Für die Ghoul-Raserei. War das etwa eure Idee? Ich muss bald jagen.
Einverstanden. Ich bin die Dunkelheit. Was ist das? Ja. Für den Lichtkönig. Komm ich raus mit dem Dessen, dann Axt. Unser Held wurde getötet. Das hat sich jetzt mal voll gelohnt. Ei, Karamba. Jetzt muss ich schneller auf Tier 3 kommen. Ich wünsche nur zu dienen. Hat echt eine Menge mehr. Mein Leben für Ner'zhul. Und was hab ich? Euer Wille geschehe. Gule, Gule. Was, Sterblicher? Dort kann ich nicht beschwören. Es ist mehr Gold erforderlich. Das ist das Siegel. Das ist das Schöne auf Stufe 1, wenn dann ein Held stirbt, der ist halt auch ruckizucki wieder da. War das etwa eure Idee? Bisschen merkwürdiges Spiel, was ich hier mache. Ich muss bald jagen. Was, Sterblicher? Euer Befehl, Meister. Aber mal sehen, der Sieg zählt halt. Alles andere ist Wurst. Ja, die Beschwörung ist abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Ich gehorche mit Freude. Seid gegrüßt. Er hatte bis jetzt halt auch noch nichts Besonderes. Das waren Futi und... Priest. Ich bin gleich auf Tier 3. Kann ich Friends Mühle. Und zwar eine ganze Menge. Und dazu dann noch ein paar Abos. Und dann machen wir Go. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Seid gegrüßt. Einverstanden. Stiefel vom Keltalas. Was ist los? Was ist da? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das war mein Ausbau Plan. Abgeschlossen. Das war mein Blatt gerufen. Runter zum Shop. Und als dritten Helden spielen wir noch den Gruftlord. Die Beschwörung ist also ihr seht, ich sitze voll auf Nahkampf-Action. Abgeschlossen. Was ist das diesmal? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und solange er keine R-Einheiten gebaut hat, habe ich dann auch überhaupt kein Problem. So, du darfst hier gerne langsam anfangen, Holz zu sammeln. Habe ich die Schlüssel gekauft. Jagen. Was, Sterblicher? Wo lang denn? Ungläubige haben es nicht mehr Gold angestellt. Okay, er ist unten bei meiner Echse. Was ist das diesmal? Seid gegrüßt. Meine Rache gehört euch auch schon mal. Kann ich halt natürlich nicht importen. Da habe ich kein Hauptgebäude gebaut. Ich muss bald schon abgeschlossen. Aber ist egal, ich gehe jetzt auch auf Angriff über. Ist halt nur meine Echse, in Anführungszeichen. Und ich gehe auf seine Main los. Wo soll mein Blut vergossen werden? Mal sehen, wer am Ende das Lachen hat. So, voll rein. Er hat sich auch nicht eingetraut. Ja, jetzt ruft er Militär. Meisten sind schon tot. Jetzt kriege ich sogar die Aura nochmal. Und voll aufs Hauptgebäude. Was soll der Geiz? Er ist unten bei meiner Echse. Mein Leben für Ner'zhul. Glut hat sogar überlebt. Kann ich also wieder expandieren. Zigarett stehen noch. Und das Main Down. Und wenn ich Glück habe, sogar alle Arbeiter. Schicke ich da nochmal was runter. Kommt der MK Stufe 4. Lass ihn erstmal schlafen. Auf in den Kampf.
Okay, und er hat keine Äxte. Oh, die ist halt sehr schön. Ich muss bald jagen. Ich gehe jetzt auch für mein Wrecking Sword. Machen wir schon mal diese Rolle der Heilung ein. Ja, und das war's. Die Abos erledigen von hinten den Rest. Waren jetzt auch schon 5 Stück. Nice. Ja, er hat vermutlich keinen Teleport dabei gehabt, was immer ein riesengroßer Fehler ist, wenn man den Gegner angreift. Auch wenn ich es vorhin auch gemacht habe. Aber man hat es ja gesehen, dadurch habe ich auch meinen Death Knight verloren. Ich hoffe auf jeden Fall, das Game hat euch gefallen und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ramp.